Erinnerst du dich an Gut gemacht Kiwi und sein Spiegelbild im Wasser? Da ist uns auch sicherlich aufgefallen, dass Gut gemacht Kiwi und sein Spiegelbild ziemlich gleich ausschauen. Der gleiche Daumen, die gleichen Augenpartien, dieselben Füße und dass irgendwie beim Spiegelbild alles erhalten bleibt, gilt auch für die Mathematik. Wir schauen uns also in diesem Video Eigenschaften an, die eine Achsenspiegelung so beherrscht. Die erste Eigenschaft der Achsenspiegelung. Wir haben Punkte A und B, die werde ich jetzt allmählich an der Achse spiegeln. Und jetzt sehen wir Folgendes: Wenn wir die Strecke AB einzeichnen und die Strecke A'B' einzeichnen, dann sehen wir, Strecken werden wiederum auf Strecken abgebildet und zwar nicht irgendwie, sondern die Länge der Strecke AB bleibt erhalten. Die ist nämlich genauso lang wie die Länge der Strecke A'B'. Sowas nennt man dann längentreu, also die Achsenspiegelung ist längentreu. Wenn wir eine Achsenspiegelung mit mehreren Punkten durchführen und auch noch da Geraden durchzeichnen, machen wir folgende Beobachtung: Wenn die Gerade AB parallel zur Geraden CD war, dann ist auch die Gerade A'B' parallel zur Geraden C'D'. Erstmal, Geraden werden also auf Geraden abgebildet und Parallelen werden auf Parallelen abgebildet. Das sind die nächsten beiden Eigenschaften der Achsenspiegelung gewesen. Und wenn wir uns jetzt nochmal die ganze Sache mit einem Kreis anschauen, dann sehen wir, Kreise werden auf Kreisen abgebildet. Hier gilt also Kreistreue. Das wäre dann die vierte Eigenschaft von Achsenspiegelungen. Und haben wir drei Punkte, dann wissen wir noch aus der fünften Klasse, wir können hier Winkel einzeichnen. Und wenn wir jetzt das Winkelmaß hier drinnen nachmessen und dieses Winkelmaß nachmessen werden, dann sehen wir, dieser Winkel wird genauso groß sein wie dieser Winkel. Daher gilt auch noch Winkeltreue, das gilt auch für weitere Winkel. Wie schaut es jetzt aus mit etwas komplizierteren Figuren? Ich nehme jetzt hier mal beispielsweise das Dreieck. Hier habe ich Dreieck ABC und das Dreieck A'B'C'. Und jetzt, wenn ich mir das genau anschaue, dann sehe ich, ich könnte jetzt dieses eine Dreieck hier nehmen und ausschneiden und auf das andere Dreieck drauflegen. Sowas nennt man dann übrigens Kongruenz. Also wenn ich deckungsgleiche Figuren wieder habe und die Achsenspiegelung ist damit eine Abbildung, die kongruent abbildet, also eine Kongruenzabbildung. Übrigens, eine Sache müssen wir hier ein bisschen beachten. Das hier ist das Dreieck ABC. Hier sehen wir allerdings, das ist das Dreieck ABC nach also mit dem Uhrzeigersinn durchbuchstabiert, während es hier gegen den Uhrzeigersinn durchbuchstabiert wird. Der Umlaufsinn wird sich also ändern und das ist auch eine wichtige Eigenschaft der Achsenspiegelung. Der Umlaufsinn bleibt also nicht erhalten. Und das solltest du jetzt wissen. Wir haben einige Eigenschaften der Achsenspiegelung jetzt festgestellt: Längentreue, Geradentreue, Parallelentreue, Kreistreue, Winkeltreue und wir wissen, der Umlaufsinn einer Achsenspiegelung verändert sich. Diese Eigenschaften solltest du nicht vergessen, die werden wir nämlich in den Aufgaben immer wieder mal auch nutzen.